bin die Anouk und ich zeige euch jetzt, wie aus der Anouk die Heidi wird. So, dann können wir jetzt drehen gehen. Bitte! Es war von Anfang an total toll, einfach mal so von modern zu alt springen. So ganz kurz und am Abend, da ist man wieder in modernen Zeit. Eigentlich kann man sich schon in dieser Welt ein bisschen verlieren, aber man muss da immer wieder raus. Ist eigentlich noch sehr schön, aber auch hart. Ich bin als Kind oft aufs Land geschickt worden und bin deswegen nicht ganz so direkt aus der Stadt zum ersten Mal an die Landwirtschaft. Ich weiß, wo die Milch herkommt. Aber trotzdem, Ziegen melken, Holzspalten mit Sensen und all diese Sachen. Komm hierher, Geißengeneral. Du nimmst das Mädchen heute mit auf die Alm. Denk dran, sie kennt die Berge nicht. Hi, ich heiße Heidi. Es ist auch schön, mal so die Ruhe genießen von der alten Zeit. Man sieht zwar immer Kameras um sich und so, aber manchmal da fühlt man sich so richtig rein und dann sieht man die gar nicht mehr. Schön. Diese Zeit, die wir erzählen, ist so weit weg, dass man da auch eine Welt erwartet, die wir kreieren, die sehr, sehr fremd und neuartig für uns ist. Ich finde das so toll, dieses Filmset ist so echt, so authentisch und ich habe wirklich gedacht, ich bin im Film. Hier hat man wirklich das Gefühl, man dreht was Besonderes, man dreht historisch, man verfilmt Heidi. Und auch als Heidi zum Beispiel das erste Mal, als Anouk mir das erste Mal entgegengekommen ist, ohne Kostüm und alles, erst bei den Proben, da dachte ich, wie Heidi steht vor mir, es ist unglaublich. Und auch Isabel, die Clara spielt, ich finde es so gut besetzt. Wie soll ich dich denn nennen? Heidi. Ich bin Clara. Wenn man sich davor sieht und dann diese Verwandlung, also diese Klamotten finde ich halt ganz toll. Ich kann mich halt durch die Klamotten und durch die Frisur kann ich mich halt mehr reinversetzen in die Zeit und in die Rolle Clara. Wir essen hier mit Besteck. Für mich hätte man es nicht optisch besser treffen können, Clara und Heidi. Und es ist großartig, an so ein Set zu kommen und es sieht hier so aus, wie das hier aussieht und plötzlich ist diese ganze Welt real. Das ist das Ende des 19. Jahrhunderts. Wenn man hier so rumläuft, dann und auch diese Klamotten anhat und so und so eine Wasserwelle im Haar und so ein Bart und irgendwie alles, es ist schon irgendwie eine kleine Zeitreise. Guten Tag. Ich habe eine Überraschung für euch. Großmama! Clara! Ja, das regt die Fantasie an. Also sie brauchen einen Schauspieler nur einen Hut aufzusetzen, dann denkt der schon was anderes. Da, wo du herkommst, das ist sicher sehr anders. Zum Beispiel früher, da mussten wir ja Kutschen nehmen und da haben die Pferde manchmal aufgestockt und es gibt Autos. Sie? Gütiger Gott, Mamsellchen dürfen sich nicht so anschleichen. Entschuldigung. Die anderen spielen das mit, die anderen sind auch im Kostüm und abends ist dann auch mal gut, wenn man wieder in seine private Hose steigt. Ist dann auch schön oder die Perücke runterreißt.